Herzlich willkommen zum neuen Wochenvlog. Es ist Montag, 6:45 ungefähr. Die Katzen haben mich wach gemacht, weil sie Hunger hatten. Und ja, hier bin ich. ich werde jetzt in Love on the Brain weiterlesen. Ich bin auf Seite 144. Es gefällt mir gut bisher. Ich denke, das wird auch so bleiben. Ich habe The Love Hypothesis sehr, sehr gemocht und was auch einfach viel am Schreibstil lag. Deswegen mag ich das Buch auch. Genau, ich werde jetzt erstmal ein bisschen lesen, meinen Kaffee trinken und dann mal schauen, was heute so ansteht. Die Woche ist für meine Verhältnisse relativ voll. Ich habe morgen Karten für Thorsten Sträter. Ich hoffe, dass ich auch hingehen kann, weil mega erkältet nach wie vor, aber wir schauen mal. Am Mittwoch habe ich Therapie und am Donnerstag muss ich zum Neurologen und zum Frauenarzt. Ja. Ansonsten schauen wir mal, was die Woche so passiert. Ich hoffe natürlich, dass sehr viel gelesen wird. Genau, ich wollte euch begrüßen und ich werde, wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen lesen, meinen Kaffee trinken und dann sehen wir uns später. Hey, hey! Ich wollte mich mal melden. Es ist 2:15. Ich habe heute Morgen gelesen und meinen Vlog geschnitten, fertig gemacht und hochgeladen. Da mache ich jetzt noch das Thumbnail und die Infobox und die ganzen Sachen. Ja, mache das jetzt halt fertig. Ich habe ein Schläfchen gemacht, weil ich irgendwie ganz schön K.O. war. Ich klinge wie, ja. Ich habe überhaupt keine Luft und Kraft und Energie. Es ist so nervig, aber okay, so ist das nun mal. Ich kann es nicht ändern, ich versuche, das Beste draus zu machen. Genau, ich werde jetzt auf jeden Fall mein Video mal fertig machen. Und dann schauen wir mal, entweder lese ich weiter, vielleicht male ich auch ein bisschen was. Ich habe mein Disney-Malbuch wieder rausgekramt letzte Woche und irgendwie male ich im Moment ganz gerne. Es, ja, tut ganz gut, ist ganz gut für den Kopf, keine Ahnung. Ich wollte mich auf jeden Fall mal melden. Was habe ich hiermit getan? Bis später. Show am Dienstag. Es ist 3. Ich habe jetzt ungefähr 2 Stunden gebraucht, um das anzuziehen. Mir diese 2 sehr ungleichen Böppel in die Haare zu knallen, mein Gesicht einzucremen und meine Augen zu machen. Ja, heute ist ein bombastischer Tag. Ich habe außerdem sehr viel Zeit mit mich selber in Fragestellen verbracht. Auch das ist nichts Neues. Und Taylor Swift habe ich gehört. Das ist auch nichts Neues. Ich werde in 2 Stunden circa abgeholt. Heute Abend gehe ich zu Thorsten Sträter. Da freue ich mich auch drauf. Ich werde auf jeden Fall durchgängig eine Maske tragen. Einfach weil ich, man hört es, ich bin immer noch, also ist halt immer noch alles zu und ich fühle mich besser, wenn ich es mache, aber mir geht es jetzt auch nicht schlecht genug, dass ich zu Hause bleiben möchte. Also keine Ahnung.
vielleicht auch nicht so optimal, aber ich werde auf jeden Fall eine Maske tragen. Ja, das wollte ich, na doch, das wollte ich eigentlich alles erzählen. Ja, ich werde in 2 Stunden ungefähr abgeholt. Meine Mutter kommt eventuell ein bisschen früher. Die wollte nach der Arbeit direkt kommen. Ich weiß aber nicht, wann sie Feierabend hat. Ich werde jetzt auf jeden Fall hoffentlich die Zeit, die mir noch bleibt, mit Lesen verbringen. Ich habe heute Morgen schon gelesen. Ich bin jetzt auf Seite 277. Also ich habe noch so knapp 70 Seiten übrig. Ich freue mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie es weitergeht. Also natürlich jetzt nicht ganz genau, aber in welche Richtung das Ganze jetzt noch gehen wird und wie es endet. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich genieße das Buch auf jeden Fall sehr. Es macht Spaß. Und ja, genau. Das wollte ich auf jeden Fall erzählen und loswerden. Ansonsten gibt es, glaube ich, erstmal nichts. Nö. Eine kurze Spoilerwarnung für Love on the Brain. Es ist in dem Sinne kein richtiger Spoiler, aber sicher ist sicher. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt und nicht wissen wollt, was darin passiert, dann skippt zu der Zeit, die ich hier irgendwo eingeblendet habe. Für alle anderen, ich drehe mal kurz die Kamera einen Moment. Die Situation ist, dass sie ihm gerade, ich würde sagen, sehr erfolgreich einen geblasen hat. Und jetzt sagt er einfach, sie soll ihren Mund öffnen, weil er, ich sag mal, das Ergebnis quasi gerne sehen will. Und bin ich irgendwie verklemmt oder findet ihr das auch ein bisschen creepy? Also irgendwie. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich habe eben so richtig gestockt und mir gedacht so, was? Was ist das mit Kerlen manchmal? Was, keine Ahnung. ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie echt ein bisschen komisch. Ich glaube, ich würde in dem Moment da knien und mir denken so, ist eigentlich los mit dir? Aber gut, ich lese mal weiter. Hallöchen. Es ist Mittwochmorgen, 8:45 Uhr. Ich habe soeben Love on the Brain von Ellie Hazelwood beendet. 4 Sterne gebe ich dem Ganzen. Es war echt lustig und süß und clever. Und ja, ich fand es ein bisschen schwächer als The Love Hypothesis, aber das ist absolut nicht schlimm. Ich hatte trotzdem Spaß beim Lesen und fand es wirklich richtig gut. Ich habe gestern, ich hatte jetzt irgendwie nur noch 30 Seiten oder so, aber ich habe es gestern nicht mehr geschafft, bevor ich abgeholt worden bin. Ich war gestern ja bei Thorsten Sträter und ich kann es absolut empfehlen. Das war so unglaublich lustig. Ich habe wirklich sehr oft sehr, sehr lachen müssen. Also, wenn ihr mögt, was er macht und die Gelegenheit habt, dann schaut euch den auf jeden Fall mal live an. Es war wirklich ein Erlebnis, ein sehr gutes Erlebnis. So, das nächste Buch, das ich lesen werde, auf das freue ich mich wahnsinnig. Ich hoffe, dass es mich so richtig schön einsaugt. Und ich mich einfach total vergessen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es passieren wird. Ich versuche aber nicht, es zu erwarten, weil dann klappt es meistens nicht. Und zwar geht es um J. Christoph, das Reich der Vampire, A Tale of Blood and Darkness. Das ist der erste Band. Es ist ein mega Wälzer. Also ich glaube, das Buch hat über 1000 Seiten oder knapp 1000. Ich schaue gerade mal eine Sekunde. Lü-lü-lü. 1019 Seiten und ich freue mich auf jede einzelne. Wie ihr mittlerweile wisst, ich liebe J. Christoph und ich hoffe einfach, dass das so ein richtig guter, ich kann die Zeit vergessen, Wälzer ist und
Ich habe das Gefühl, das kann ich irgendwie im Moment mal ganz gut gebrauchen. Genau. Ich denke, damit werde ich auch gleich anfangen. Ich habe jetzt noch so eine gute halbe Stunde Zeit, bevor ich los muss. Ich habe um 10 Uhr Therapie. Und ansonsten habe ich mir für heute jetzt erstmal nichts vorgenommen, weil ich noch nicht einschätzen kann, wie die Therapiestunde wird. Und ich mir vorgenommen habe, heute mich mal bewusst aufs Lesen zu konzentrieren und mich auch einfach ein bisschen auszuruhen. Ich bin immer noch total verstopft und das nervt und es wird ja auch nicht besser irgendwie. Aber naja, ich wollte euch zum heutigen Tage quasi begrüßen und ich werde mich melden. Einen wunderschönen guten Morgen. Komische Perspektive, ich weiß, aber es ist kurz vor 10 an einem Donnerstag. Ich komme gerade vom Neurologen. Es war so anstrengend irgendwie. Also die ganzen Menschen und so halt. Ja, um 11:45 habe ich einen Frauenarzttermin. Heißt, ich habe jetzt eine gute Stunde Zeit, bis ich mich dann dafür fertig machen muss. Und ich bin froh, wenn der rum ist und ich dann einfach hier zu Hause mich ausruhen kann. So zwei Termine an einem Tag sind offensichtlich im Moment schon zu viel für mich. Super. Naja, ich werde jetzt, ich denke mal, ein bisschen lesen und mich später wieder melden. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, weil der ganze Tag irgendwie für die Tonne war und ich richtig schlechte Laune hatte. Ich war ja beim Frauenarzt und die hat leider irgendwie eine Zyste in meinem Unterleib gefunden. Es muss nichts Schlimmes sein. Also ich denke auch nicht, dass es was Schlimmes ist. Aber ich muss im Januar jetzt auf jeden Fall nochmal hin, damit sie gucken kann, ob die weg ist oder kleiner geworden ist. Und wenn das nicht der Fall ist, muss dann halt mal genauer geschaut werden. Und das hat mich sehr genervt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, bevor irgendwie eine Baustelle mal geschlossen wird, macht sich einfach die. Ja, ich hatte dann einfach mega schlechte Laune und keinen Bock mehr auf irgendwas. Ja. Heißt, ich habe auch die Videos, die ich eigentlich drehen wollte, nicht gedreht. Das werde ich, denke ich, dann heute machen. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen lesen. Ich lese ja gerade Das Reich der Vampire und bin jetzt auf Seite 130. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Deswegen werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit nehmen und weiterlesen. Und ja, mal schauen, wann ich mich dann motivieren kann, mich ein bisschen fertig zu machen und dann, ja, Videos zu drehen. Nochmal melden. Es ist Sonntagabend. Wochenende hat irgendwie jetzt nicht so gut geklappt im Film, aber ich wollte mich auf jeden Fall noch verabschieden. Ich lese ja momentan Das Reich der Vampire. Ich bin im Moment auf Seite 353, also wir haben noch einen ordentlichen, haben noch ein ganzes Stück. Es wird uns dann die nächste Woche begleiten. Es ist 9. Ich werde jetzt, denke ich, ein bisschen EMAs gucken und dann aber auch bald ins Bett gehen. Ich wollte vielen Dank sagen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wenn ihr Zeit und Lust habt, freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und sage bye bye.